Hallo, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zu einem weiteren Review zu einem Spiel, was ich vor kurzem für euch als Let's Play gespielt habe. Und zwar geht es dieses Mal um das Spiel Loom von LucasArts und los geht's. Zuerst einmal möchte ich gerne offen zugestehen, dass ich Loom relativ spät erst gespielt habe. Und zwar erst, als ich die 10 Adventure-Spiele-Sammlung von LucasArts gekauft habe. Und das müsste auch jetzt mittlerweile schon wieder 20 Jahre her sein, als ich das zum ersten Mal halt gespielt habe. Ich kannte Loom bisher nur durch Erwähnung in Spielezeitschriften und da hatte ich schon Interesse daran gehabt, das Spiel zu spielen, und als ich das dann halt dann gespielt habe und auch durchgespielt habe, da war ich ein bisschen ernüchtert gewesen von dem Spiel, weil ich halt was anderes erwartet hatte. Ich war vom Ende des Spiels etwas ernüchtert gewesen. Ich dachte nur, ja, und das soll schon alles gewesen sein? Was soll das, ne? Ich saß da wirklich zerdeppert da und wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Zudem war ich an dem Inventar- und Verbsystem von den anderen LucasArts Adventure-Spielen gewohnt gewesen, weshalb für mich das Musiksystem von Loom zwar innovativ erschien, auch interessant war, aber nicht an das liebgewonnene Scum-System von Ron Gilbert rankam. Aber ich habe dann in den vergangenen Jahren immer wieder das Spiel nochmal neu gespielt mit den anderen LucasArts Adventure-Spielen. Und je mehr ich das Spiel immer neu angefangen habe und durchgespielt habe, desto mehr fing ich auch an, dieses Spiel zu mögen. Der Grund, warum ich das Spiel mehr und mehr mochte, liegt einfach daran, dass mir immer mehr klar wurde, dass dieses Spiel nicht einfach darauf ausgebaut ist, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und bestimmte Rätsel lösen sollte. Die Rätsel spielen natürlich auch eine Rolle in diesem Spiel, so ist es nicht. Aber die Hauptmotivation, das Spiel eigentlich zu spielen, liegt alleine an der Story. Und ich habe bei Loom das Gefühl, dass Brian Moriarty, der Projektleiter dieses Spieles war, auch viel mehr erzählen wollte, als es im Spiel so möglich war. Deswegen kam auch unter anderem das Hörspiel noch dazu raus, um die Vorgeschichte von Loom erzählen zu können, weil es im Spiel selber nicht möglich war, diese Geschichte halt zu erzählen, weil es zum einen aus meiner Sicht her zumindest zu lang ausgefallen wäre, und zum anderen muss man auch bedenken, dass Loom aus einer Zeit stammte, wo die damaligen Datenträger, also die Disketten, womit es ausgeliefert wurde, halt nicht viel Speicherplatz boten, um jetzt das Ganze, sage ich mal, richtig ausführlich schildern zu können, was jetzt gerade passiert und so weiter. Und deswegen wirkt die Geschichte für mich jedenfalls zwar sehr schön erzählt und so weiter, aber auch recht minimalistisch. Deswegen gibt es ja auch die Geschichte, dass Loom ursprünglich durch zwei weitere Spiele fortgesetzt werden sollte, was allerdings nie passierte, weil Loom sich nicht so gut verkaufen ließ. Und wenn man sich das Postmortem-Video von Brian Moriarty mal anschaut, wo er offen über Loom spricht, dann merkt man bei ihm immer noch an, dass ihm das Spiel eine ganze Menge bedeutet. Dass er auch gerne weiter, also das Universum auch erweitert hätte, dass er weitere Geschichten auch erzählt hätte und so weiter, aber das aus bestimmten Gründen nicht möglich war, weshalb mir das auch für Brian Moriarty irgendwie auch leid tut, dass er sein Baby, was er zustande gebracht hat, auf eine gewisse Art und Weise realisieren konnte und auch durfte, aber leider nicht mehr aus bestimmten Gründen es schaffen konnte, es noch weiter, ja, auszubauen. Deswegen betrachte ich das Ganze auch mit einer gewissen Trauer, weil ich gerne die Welt von Loom nochmal gesehen hätte, gerne noch die Geschichten der anderen Charaktere erlebt hätte, was aus ihnen wird, was aus der Welt von Loom wird und so weiter und so fort. Was ich richtig beeindruckend finde in diesem Spiel ist die Grafik. Nicht nur, dass es objektiv betrachtet sehr hübsch aussieht, sondern dass die Grafik vor allen Dingen auch nochmal ganz gut die einzelnen Gilden repräsentiert. Beim Dorf der Weber ist es zum Beispiel so, dass die blaue und die graue Farbe dominieren und somit eher ein melancholischer Ton wiedergegeben wird. Wenn man zum Beispiel bei der Gilde der Glasmacher ist oder bei den Schafshirten, dominiert eher die grüne Farbe, weshalb das Ganze eher ja, fröhlicher eingestimmt wird bzw. mehr Lebensfreude transportiert wird. Und wenn man dann hier die Gilde der Schmiedkunst besucht, dann dominiert eher die rote, schwarze Farbe, weshalb das Ganze mehr kühler und aggressiver wirkt. Und das gibt auch wiederum den Ton des Spieles wieder, also auch die Stimmung des Charakters wieder,
dass er halt aus seiner grauen, langweiligen Welt entkommen will, dann diesen Entdeckerdrang hat, die Welt erkunden zu wollen, dass durch diese Fröhlichkeit halt, sage ich mal, noch stärker geprägt wird. Aber er wird dann schließlich später von der harten Realität eingeholt, dass die Welt, die er betreten hat, düsterer und gefährlicher ist, als er zunächst wahrnehmen wollte. Und gerade weil dieses Zusammenspiel der Farbkombination für diese Emotionen sorgen, finde ich die Grafik von Loom deswegen sehr beeindruckend und klasse. Die Rätsel im Spiel halte ich persönlich für simpel und plausibel. Das heißt, man muss sich nicht lange den Kopf zerbrechen, um halt die Lösung finden zu können, sondern man bekommt schon anhand der Zaubersprüche, die man lernt, Ansätze, wie man bestimmte Rätsel lösen kann, wenn man dann halt auch die Muster erkennt. Also sprich, wenn ich dann sehe, aha, okay, ich muss zum Beispiel eine Tür öffnen, dann muss ich halt den Zauberspruch einsetzen. Oder wenn jetzt gerade ein Tornado ist, dann weiß ich, aha, es gibt diesen Spruch, der das rückgängig machen kann. Und wenn ich das halt so sehe, dann weiß ich Bescheid, was ich dann halt einsetzen muss, um dieses Rätsel schaffen zu können. Deswegen ist dieses Spiel optimal für Anfänger auch gedacht. Klar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den höchsten Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel zu spielen. Aber wenn man das Spiel schon einmal durchgespielt hat und auch weiß, wie man mit dem Stab umgehen muss, dann fällt das selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad relativ einfach aus. Also von daher ist dieses Spiel keine so große Herausforderung, was das betrifft. Ich finde auch den Protagonisten des Spiels, Bobbin Threadbeer, sehr gut, weil Bobbin Threadbeer halt uns darstellen soll in gewisser Weise. Er soll sozusagen unsere Neugierde repräsentieren. Und deswegen finde ich auch den Gag sehr gut, dass man halt dessen Gesicht nicht sehen kann, weil dadurch fällt es noch einem komischerweise leichter, sich mit ihm zu identifizieren, weil man das Gefühl hat, du bist jetzt dieser Bobbin Threadbeer, du bist jetzt in dessen Kutte mit drinne. Und theoretisch, ja, kann Bobbin Threadbeer jeden von uns repräsentieren. Er repräsentiert halt den kleinen Jungen in uns, der halt das Interesse hat, die Welt erkunden zu wollen und natürlich erfahren möchte, was es alles da draußen so gibt. Zudem ist Bobbin auch eine Figur, die sich durchsetzen kann, also die auch klar sagen kann, wenn ihm irgendetwas nicht passt, dann kann er sich zur Wehr setzen, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich diese Figur auch richtig cool. Es gab natürlich eine Situation im Spiel, wo ich erst gedacht habe, ey Bobbin, du bist so ein arroganter Sack, warum lässt du das überhaupt, warum machst du das überhaupt, so nach dem Motto? Und zwar ist das nämlich die Szene gewesen, wo er da die Rolle mit Rusty tauscht, wo er diesen Reflexionszauberspruch einsetzt, um in dessen Körper zu schlüpfen. Und wo dann später der Drache kommt und dann denkt, Rusty wäre jetzt Bobbin und verputzt ihn dann. Da dachte ich nur in dem Moment, ey Bobbin, warum machst du das? Warum tauschst du die Rollen dann und lässt ihn dann auch noch vom Drachen hier das schon verfüttern? Also das geht so nicht, das hättest du nicht tun sollen und so weiter. Aber im Nachhinein betrachtet, war das Bobbin auch nicht bewusst gewesen, dass sowas passieren würde. Und das wird dadurch auch nochmal unterstrichen, als er dann den Geist von Rusty wieder sieht und dann klar wird, Mensch, das war nicht so mit Absicht gewesen, dass du dann vom Drachen getötet wärst daraufhin und so, sondern er hat das halt nur getan, um in die Gilde reinzukommen und so. Klar, auch in gewisser Weise arrogant von ihm, aber er hatte nicht die Absicht verfolgt, dann halt Rusty sterben zu lassen dadurch. Auch die anderen Figuren sind wirklich sehr gut geschrieben bzw. gezeichnet und zum Beispiel Mutter Hatchet, die sich fürsorglich um Bobbin kümmert, auch wenn sie weiß, dass er möglicherweise den Umbruch bringen könnte und so weiter. Und deswegen muss ich wirklich sagen, die Figuren kommen mir größtenteils sehr sympathisch rüber, bis natürlich auf die Antagonisten, aber das ist natürlich normal. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, die Charaktere sind alle wirklich sehr gut gemacht. Und nun kommen wir zum größten Aspekt dieses Spieles, und zwar ist das die Musik. Und ich muss von vornherein schon mal sagen, dass ich damals sehr positiv überrascht war, als ich die Musik von Tschaikowski zum ersten Mal im Spiel gehört habe. Und da dachte ich nur, wow, das ist ja richtig cool, dass LucasArts halt die Musik von Tschaikowski genommen hat. Das ist ja richtig phänomenal. Und es passt wirklich hervorragend in die Spielwelt von Loom, wie ich finde. Und das Spiel greift natürlich auch sehr hervorragend auf die Elemente vom Schwanensee zurück. Und zwar was die Schwäne betrifft, was die Magie betrifft und so weiter und so fort. Weshalb Loom auch den Eindruck übermittelt, als ob es weniger ein Spiel als eher eine Märchengeschichte ist. Und wenn man das jetzt so betrachtet, unter diesen Gesichtspunkten, dann würde eigentlich Loom 1A
gut in die Philosophie von Lucasfilm reinpassen, weil auch die ganzen Filme, die von Lucasfilm stammten, größtenteils was mit Märchen, mit Fantasy zu tun haben. Und theoretisch hätte man auch aus Loom einen Film machen können. Und komischerweise ist das Spiel vielleicht dadurch nicht bei vielen Leuten angekommen, weil der Ton bei diesem Spiel anders ist als bei den anderen Adventure-Spielen von LucasArts damals. Bei Loom ist der Ton definitiv etwas düsterer und auch ernster aus meiner Sicht her. Während es bei den anderen Spielen mehr humorvoller, mehr lässiger rüberkam. Und auch wegen der Musik halt, dass man die Rätsel nicht hier im herkömmlichen Sinne durch Verben oder durch Tasteneingaben halt so lösen konnte, sondern dass man das Ganze nur mit Hilfe von Musiknoten lösen konnte, hat bestimmt den einen oder anderen Spieler auch nicht unbedingt sehr angesprochen, was ich allerdings sehr schade finde, weil dadurch auch diese Einsichtbarkeit, die Loom dadurch zum Ausdruck bringt, nicht respektiert wird. In der Hinsicht muss man auf jeden Fall Brian Moriarty großen Respekt zusprechen, dass er den Mumm hatte, ein System, was eigentlich sehr gut funktioniert hatte, perfekt funktioniert hatte sogar in gewisser Hinsicht, nochmal komplett umzustülpen, weil er sich gedacht hatte, ach, ich will es aber so haben, wie ich es möchte. Und daraus halt etwas erschuf, was einzigartig, wenn nicht sogar originell war. Aus diesem Grund halte ich Loom als das perfekte Beispiel dafür, dass man einfach nur den Mut aufbringen sollte, selbst die abgefahrenste Idee, die man hat, einfach umzusetzen, weil alles möglich ist in der Videospielbranche, solange man an das glaubt, was man auch umsetzen will. Und selbst wenn es kein großer Erfolg wird, hat man es trotzdem probiert, etwas gewagt und das sollte auf jeden Fall respektiert werden. Und deswegen sage ich auch in dem Fall großen Respekt an Brian Moriarty, vielen lieben Dank für dieses tolle Spiel, denn ich muss ganz offen sagen, Loom ist für mich auf jeden Fall ein wunderbares Spiel und ich kann es nur jedem Einzelnen weiterempfehlen, auch wenn man nicht unbedingt der große Musikfreak sein sollte, aber es ist ein sehr fantastisches, ein wunderbares Spiel, das man einfach eine Chance geben sollte. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch. Natürlich bin ich auch gespannt, wie eure Meinung zu Loom ist. Was haltet ihr davon? Ist Loom ein gutes Spiel für euch oder nicht? Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.